erzählen euch heute etwas über den Klimawandel und nachhaltiges Leben. Viel Spaß! Plastik. Plastik ist sehr schädlich für unser Klima und meistens nicht biologisch abbaubar und zerfällt nur unter dem Einfluss von UV-Strahlen. Wenn Mikroplastik in unseren Westen landet und es Tiere essen, können sie es nicht verdauen, was lebensgefährlich ist. Hier ein paar Alternativen. Anstatt einer Plastik-Shampoo-Flasche, nimm feste Seife. Anstatt Plastikfolie, nimm ein Wachstuch. Und anstatt einer Plastiktüte, nimm ein Stoffbeutel. Gar nicht so schwer. Energiesparen. Die Energie, die in Kohle steckt, wird in einem Kraftwerk in Strom umgewandelt. Strom braucht man für die Beleuchtung oder um elektrische Geräte zu betreiben. Wärme wird durch die Verbrennung von Erdgas oder Heizöl erzeugt. Wenn elektrische Geräte verbraucht sind, werden sie in Kraftwerken verbrannt. Dabei entsteht dann Kohlendioxid. Damit verstärkt sich der Treibhauseffekt und es kommt zum Klimawandel. Wie kann ich denn Strom sparen? Wenn man zum Beispiel einen Raum verlässt, das Licht ausschalten oder die Ladekabel, die nicht gebraucht werden, ausstecken. Außerdem kann man auch super das Velo oder den ÖV nehmen, statt das Auto. Wasserverbrauch. Habt ihr schon gewusst, was für einen Einfluss der Wasserverbrauch hat? Durch vieles Kleider kaufen, vieles waschen oder auch nur schon das Wasser mit dem Zähneputzen laufen lassen, kann mit der Zeit zu einem großen Wasserverbrauch führen. Dieser große Wasserverbrauch wird problematisch, weil es dadurch zu einem großen Wassermangel, zum Beispiel in armen Ländern, wo viele Kleider produziert werden, führt. Dies kann man zum Beispiel ganz einfach beim laufenden Wasser beim Zähneputzen vermeiden oder auch den Kleiderkauf reduzieren. Thank you.